Servus, ich bin der Stöckl Hansi, bin Bergführer von Alpine Welten. Wir sind da am Taschachhaus. Taschachhaus ist auf 2400 Meter im Pitztal. Das ist ein perfekter Ausbildungsstützpunkt für unseren Hochtourenkurs, den wir da machen. Hochtourenkurs für Einsteiger, das heißt, ihr möchtet einfach mal wissen, was passiert auf einem Gletscher, was muss ich können, wenn ich über einen Gletscher gehen möchte. Euer Ziel ist 3000er, 4000er Gletschertouren, Eisgeräte, Steigeisen und solche Geschichten. Und das vermitteln wir euch da in unserem Kurs und versuchen euch da fit zu machen für eigene Unternehmungen, die euch so im Kopf umeinander schwirren. Am ersten Tag treffen wir uns relativ früh schon, damit wir möglichst viel Ausbildungszeit haben. Wir steigen auf aus dem Pitztal rauf zum Taschachhaus. Das ist so 3 Stunden, ja, ein Wanderweg, eigentlich ganz nett zum Reinkommen. Auf dem Weg verzeiht man ein bisschen was so über die Gletscher und was man einfach so sehen, über Gesteinsarten und alles, was uns so unterm Weg einfach unterkommt. Wir beziehen dann das Taschachhaus, da gibt es eine Einweisung ins Haus, weil das ist ein ganz tolles Haus mit Kletterhalle, mit Seminarräumen. Also das ist riesengroß und das ist einfach perfekt. Da gibt es eine kleine Einweisung und nach einer Brotzeit fangen wir an und machen wir mal mit den Basics einfach die Ausrüstung durchgehen, die ich euch gegeben habe. Ihr habt nur eigentlich noch nie Steigeisendruck gehabt, die stellen wir auf eure Schuhe ein und dann fangen wir an mit den Knoten. Der eine oder andere kennt vielleicht schon einen, dann machen wir ein bisschen mehr und ansonsten ein bisschen weniger. Einfach so die Basis mal, was man braucht, wenn man am Berg unterwegs ist, wenn man solche Sachen machen möchte. Wir werden abseilen am ersten Tag, das ist auch immer so eine Sache, das ist einmal ganz spannend, das Abseilen, weil man hat irgendwo sein Leben, sage ich jetzt einmal, selber in der Hand und ist einfach eine wichtige Übung, die wir brauchen, wenn wir am Berg unterwegs sind. Und am Abend werden wir nach dem Abendessen eine gewisse Theoriegeschichte mit einbringen, ganz ohne Theorie geht es nicht, wir versuchen das natürlich runter zum Schrauben, aber so ein kleiner Theorieunterricht, der gehört einfach mit dazu. Also der zweite Tag ist also der erste richtig spannende Tag eigentlich. Am ersten Tag ein bisschen Vorgeplänkel und heute geht es einfach ab auf den Gletscher. Viele von euch sind überhaupt noch gar nicht auf dem Gletscher gewesen oder haben den mal aus der Nähe gesehen. Also wir werden jetzt halt einfach so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr vom Taschachhaus bis zum Gletscher gehen. Und da werden wir das erste Mal die Steigeisen dann anlegen und einfach einmal uns da dran gewöhnen. Wir machen das spielerisch. Wir fangen von Grund auf an, wir machen ein paar Übungen dazu, einfach, dass jeder mal sich an diese Zacken, an die scharfen Zacken gewöhnt und eine Sicherheit kriegt, wie gut man eigentlich mit Steigeisen auf dem rutschigen Gletscher stehen kann oder gehen kann. Es gibt einfach ein paar so Basic-Techniken, die werden wir machen am ersten Tag auf dem Gletscher. Wie haue ich den Pickel rein, wie setze ich meinen Fuß? Einfach so Grundbegriffe, die wir brauchen, um einfach zum Gehen und einmal was Steileres bergauf zum Gehen und auch bergab zum Gehen. Also einfach, wie bewege ich mich im Eis, wie bewege ich mich auf dem Gletscher. Wir werden eine erste kleine Sache machen zu einer Spaltenbergung, wo wir unsere Knoten vom Vortag auch anwenden dürfen. Bei Spaltenbergung, Spalten überhaupt ja ein großes Thema am Gletscher, werden wir das erste Mal machen. Dann gehen wir zurück zum Taschachhaus und nach dem Abendessen gibt es wieder eine kurze Theoriegeschichte und was immer ganz wichtig ist, eine Reflexion von dem Tag, wo sind Probleme auftreten und was ist unklar, damit man das Ganze abstellen kann für den dritten Tag dann. Der dritte Tag steht im Zeichen von Auffrischung und vor allem Verfestigung, muss ich sagen. Und natürlich kommen ein paar Sachen dazu. Wir tun das Ganze, das Gelände einfach ein bisschen versteilern, das heißt, wir gehen ein bisschen ins steilere Gelände, wir verfeinern die Techniken, die wir vom Tag vorher gehabt haben, wir gehen die Sachen durch, die noch nicht ganz klar sind und Schwerpunktthema am dritten Tag auf jeden Fall die Bergung aus einer Spalte. Wie gehe ich selber aus einer Spalte raus zum Beispiel, also Selbstrettung aus der Spalte oder wie berge ich einfach einen Kameraden von mir. Nicht nur durch einen Mannschaftszug, das für jeden klar ist einfach, ich gehe einfach nach hinten und zieht ihn raus, sondern über einen Aufbau, wie zum Beispiel der losen Rolle. Es geht dann weiter wieder zurück zum Taschachhaus. Wie gesagt, das essen wir jeden Tag und eine kurze Theoriegeschichte.
Und dann gibt es am Abend ganz wichtig die Tourenbesprechung für unsere Abschlusstour, das was so ein kleines Highlight darstellen sollte nachher am letzten Tag. Also der vierte Tag, ich möchte nicht sagen, es ist der spannendste Tag, aber es sollte irgendwo so der krönende Abschluss sein. Für viele ist die erste Gletschertour, für viele ist der erste 3000er. Und das wird einfach ein schöner Tag sein. Es geht ein bisschen früher los. Also das Frühstück einfach, wie man das auf Hochtour so macht, ist ein bisschen früher. Wir starten einfach, wir wählen den Gipfel einfach aus, wo man sagt, Mensch, das passt für die Gruppe jetzt halt am besten. Die Verhältnisse sind gut und es ist einfach ein schöner Tag. Wir dann auf dem Tag ein bisschen wiederholen, wir dann ein bisschen ausprobieren. Im Vordergrund steht auf jeden Fall das Genießen von einer schönen Bergtour, damit ihr einfach dieses Gefühl von einer Hochtour, warum ihr ja den Kurs macht, einfach kriegt und Appetit auf mehr kriegt. Mehr heißt natürlich auch, dass ihr mit alpinen Welten unterwegs sein wollt, auf 3000ern und auf 4000ern in die Alpen.